Willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Es ist soweit. KK ist am Start. Hey, Füglerweg, es ist wirklich richtig abgefahren, hier zu sein. Ja, nice, ne? Also, ich laber jetzt ja wieder, wie toll es doch ist, hier mit neuen Leuten und so. Und nee, eigentlich will ich nur Cash haben. Nein, eigentlich geht es mir um die Musik. Ihr wisst es ja. Also, das hier ist für euch. Neue Horizonte. Wann sind wir viele mittlerweile? Ich muss schon sagen, in der KK-Version klingt das eigentlich echt ganz nice. Auch jetzt noch. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, ne? Das nächste Mal müsste dann sogar schon morgen sein, wenn das jetzt hier nicht nochmal komplett anders ist, weil er jetzt freitags gespielt hat. Mal gucken. Mal gucken. Ich habe noch einiges gebastelt in der Stadt. Also so outdoor-technisch. Ich habe gestreamt während dieser kleinen Pause jetzt an Videos, ja. Und ich weiß nicht genau, was wir jetzt alles freischalten. Ob jetzt das Terraforming geht oder ob wir dafür noch mehr machen müssen. Ich bin gespannt, ich lasse mich überraschen. Ich weiß es nicht mehr. Grüß dich, Niklas. Ja, also, wie hat dir das Konzert gefallen? Ich bin froh, dass er bei uns aufgetreten ist. Sowas Wunderbares. Hier, schenk dir neue Horizonte. Dankeschön. Der Taucheranzug passt jetzt gar nicht mit so einem Outfit, naja. Ja, du brauchst nur etwas, das Musik abspielen kann. Ja, dann kannst du es anhören. Ach ja, noch was. KK hat's gut gefallen. Ja, der kommt jetzt jeden Samstagabend bei uns vorbei. So. Also, früher hätte ich das nie geglaubt. Naja, jedenfalls voll cool, ne? Ich hoffe, dass Füglerweg auch in Zukunft immer schöner und lebenswerter sein wird und so. Du hast so viel zu unserem Glück beigetragen. Kein Zweifel, wir haben eine goldene Zukunft mit dir. Ach ja, übrigens, hier, da hast du eine nuktastische neue App. Welche App kommt denn jetzt? Jetzt müsste auch hoffentlich Terraforming kommen. Ich weiß es nicht. Ich wüsste nicht, welche App sonst sein sollte. Ja, sehr schön. Der Inseldesigner. Perfekto. Halten, ja. Das ist der Inseldesigner. Knackig, ja? Ja, also damit kannst du jetzt alles machen, was du willst. Du bist jetzt quasi wirklich der Herr der Insel. Endlich mal. Ist das nicht cool? Allerdings gibt es einen Haken. Dafür musst du erstmal Meilen ausgeben. Ja, ja. Hitlerweg ist schon ein Inseljuwel. In Zukunft will ich unsere Bewohner noch mehr in die Gestaltung der schönen Insel, sie so einbinden und so. Die Zukunft ist rosig. Also, pack mal ein paar Rosen hier aus. Ich und Nuking, wir freuen uns darauf. Eigentlich bin ich Nuking, aber was soll's. Ich wette, der hat 100% an dieser
Firma. Aber gut. Was für ein Auftritt. Ja, das heißt nicht, dass man nicht jeden Tag genießen sollte, was? Ich genieße vor allem, dass es nicht regnet. Das ist eine Seltenheit. Wirklich jeden Tag in dieser Woche hat es geregnet. Es gab zwar teilweise so einen halben Tag mal, wo es nicht geregnet hat, aber dann hat es in der anderen Tageshälfte geregnet. Das war furchtbar. Ich meine, jetzt spiele ich erst gegen 18 Uhr. Vielleicht hat es heute Morgen auch geregnet, keine Ahnung. Aber jetzt regnet es gerade mal nicht und das finde ich schön und ich würde gerne den Taucheranzug ausziehen. Ich habe mir ein kleines Outfit zusammengebastelt und zwar habe ich jetzt nämlich ja die Schneiderei auch in der Zwischenzeit. Hier ist eröffnet. Wir haben einige neue Bewohner, haben jetzt dieses Sternebewertungssystem und da schon 3 Sterne. Und ja, vielleicht ist jetzt heute schon ein Vierter dazu gekommen. Der Thomas ist heute noch eingezogen. Und ein Slot ist jetzt quasi noch unbesetzt, beziehungsweise der ist jetzt halt noch nicht eingezogen, der Bewohner, den habe ich aber schon besetzt. Hi Freddy. Und was gibt's Neues, Quappy? Ich mag meine beiden Frösche, ehrlich gesagt, sehr gerne. Gibt's was Schöneres als Sommer auf Hitlerweg? Ja, wohl eher nicht. Ja, ist ganz nett, ne? So, ja, wie ihr hier schon seht, ich habe... Oh, Dorothea, hallo. Schön, dich zu sehen, Spitzi. Ich wollte einfach nur mit dir reden, eigentlich. Ich muss mir unbedingt noch etwas für das Abendessen einfallen lassen, Spitzi. Hier gab es zum Mittag jetzt erstmal schön Carbonara. Weil man ja Carbonara gemacht, das ballert immer rein. Und Paulina ist, glaube ich, immer noch meine Lieblingsbewohnerin mittlerweile hier. Also immer noch momentan. Es hat sich nicht geändert, will ich damit eigentlich sagen. Hallöchen, Moment mal, ist es schon so spät? Mensch. Ja, aber ich habe jetzt Urlaub. Deswegen muss ich jetzt nicht mehr die ganze Zeit auf die Uhr gucken, das ist schön. Am Anfang war dieser Spaziergang voll aufregend, aber dann wurde es irgendwie langweilig nach ein paar Schritten. Zum Glück bin ich ihr begegnet, jetzt ist wieder cool. Ja, und jetzt bin ich wieder weg, jetzt ist es wieder uncool. Naja, jedenfalls habe ich hier hinter dem Service Center 2 Springbrunnen aufgebaut und da Lilien dazwischen gepackt. Ich hätte lieber Rosen genommen, aber ich hatte halt gerade Lilien im Angebot und keine Rosen bei den Brüdern. Deswegen ja, habe ich jetzt hier entsprechend Lilien gepflanzt. Und den Weg hier, weil ich eben noch keinen Wegestool hatte, habe ich jetzt mal Unkraut genutzt. Können wir jetzt aber höchstwahrscheinlich bald austauschen. Genauso habe ich hier den Zaun an einer anderen Stelle aufgemacht. Das ist eine Kleinigkeit, okay. Wir haben schon nur 4 hybride Rosen. Das gefällt mir sehr gut. Vor allem, weil ich Rosen generell sehr schön finde. Und ja, wie gesagt, die Schneiderei ist jetzt offen, da können wir mal kurz vorbeischauen. Da ist jetzt nichts allzu weltbewegendes natürlich. Das Angebot ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig krass innerhalb einer Saison am Wechseln, aber da werden wir sicherlich auch jetzt wieder was finden, was mir gefällt und ich gerne dann mitnehmen würde. Ich weiß leider gerade gar nicht, wie viel Geld ich habe. Ich habe auch jedem einen Brief geschrieben mit gib mir Obst oder schick mir Obst, mal mit Ausrufezeichen, mal mit einem Punkt am Ende. Achso, ich habe noch einen ganzen Sternisack aufgehoben, dann ist das sowieso kein Problem. Perfekt. Ja, ich glaube, das Design-Tausch-Terminal könnte ich auch schon nutzen, aber ja, nö. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ein Cutaway. Müsste ich die richtige Hose für finden, aber ich glaube, das könnte man sich mal gönnen. Die T-Shirts sehen schrecklich aus. Das ist wieder Girly Girl. Genauso wie die Röcke. Stoffhose. Habe ich noch keine, glaube ich, so in der Form, ne? Könnte man natürlich... Ja, das sieht halt so ein bisschen aus wie so ein verrückter Opernkomponist. Irgendwie so... Jockey-Dress bitte nicht. Ja, ich sehe schon wieder, das ist hier wieder... absolut, ich habe das Gefühl auch, es... Ich bekomme hier wirklich so 80-90%, egal ob jetzt bei Tina, wo sie am Anfang da war, oder auch bei Schubert war gestern da, oder jetzt in der Schneiderei. So 80% Gefühl von den Sachen hier sind eher Girl-Sachen. Ich... Irgendwie, keine Ahnung, ich finde nichts halbwegs Normales einfach mal so, um sich das anzuziehen. Das ist irgendwie... Fällt mir momentan irgendwie extrem auf. Ich weiß nicht, ich bin von dem Outfit so an sich jetzt nicht so wahnsinnig begeistert. Ich bin auch jetzt nicht so der größte Fan dieser Stoffhose. Ehrlich gesagt. Aber dieser Cutaway ist auch irgendwie weird. Ich überlege halt, ob ich mir eine Stoffhose mitnehme oder nicht, aber ich glaube ehrlich gesagt nein. Nee.
Vergiss es. Das lassen wir. Habe ich keine Lust drauf. Ja gut, ich weiß gar nicht. Kann man mit Sina nochmal reden? Hat sie noch irgendwas eigentlich an speziellen Dingen? Kann man bei ihr noch irgendwas machen? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. In dem Spiel. Außer, dass sie einem vielleicht nochmal irgendwie ihre Lebensgeschichte aufdröselt. Müsste ich auch nochmal nachschauen. Sie hatte wahrscheinlich noch irgendeine Funktion, aber... Ich weiß es nicht mehr. Man muss sie ja jetzt jedenfalls nicht mehr ansprechen, um diese Nähmaschine da in New Leaf freizuschalten und damit dann QR-Codes nutzen zu können. Das geht ja jetzt an diesem Terminal. Und das kann man, zumindest hat sich das so angehört, jetzt schon benutzen. So, und hier hinten, den Namen muss ich mir auch noch drauf schaffen, wohnt jetzt der, oder soll dann wohnen, Tentatron. Das ist ein, ja gut, der Name, der verrät ja eigentlich alles. Es ist ein Roboter-Oktopus und der ist auch noch verhältnismäßig neu. Vielleicht auch erst in New Horizons dazu gekommen, vielleicht in New Leaf, ich weiß es nicht, aber eine von beiden Versionen hat den eingeführt und ich kannte ihn so noch nicht so richtig. Und der sah eigentlich ganz nett aus. Den habe ich auf einer Insel getroffen. Da oben wohnt der Paul, genau. Und hier unten wohnt jetzt der Thomas. Hier vorne. Den haben wir ja auch schon gerade gesehen. Der ist jetzt heute eingezogen. Das heißt, er hat jetzt noch die Kartons im Haus stehen. Ja, und an sich sonst... Es ist ja schon einiges passiert, aber jetzt gar nicht mehr so viel, was ich jetzt noch großartig zeigen könnte. Du heißt Niklas, ja, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, wichtig ist eher, wie du es buchstabierst. Ach, ich wollte schon sagen, der Thomas war bei Virginia früher immer. Ich wusste gar nicht, dass der ausgezogen war. Dann habe ich den also von Virginia adoptiert, krass. Okay, weil ich hatte einen Tag, das war vorgestern am Mittwoch, da habe ich 3-4 Meilen, ich glaube 4 sogar Meilentouren gemacht. Da hatte ich nur Müllvillager wieder. Und da habe ich dann irgendwann aufgegeben und ich hatte auch nicht mehr so viele Meilen. Da dachte ich mir so, ja komm, nee, das lassen wir jetzt. Und dann habe ich halt einfach bis zum nächsten Tag gewartet und da war dann eben Thomas. Den kannte ich halt aus Rose Rain, aber ich wusste tatsächlich nicht, dass ich den jetzt adoptiert habe, weil der bei ihr gar nicht mehr wohnt. Das war mir nicht mehr bewusst. Aber cool, ich mag den eigentlich ganz gerne. Ja, nett. Naja, wir hatten uns einmal getroffen. Und da habe ich ja dann unter anderem auch... Also zwei Sachen habe ich, glaube ich, bekommen. Einmal so einen Donut zum On-the-Go-Essen und so ein Cupcake-Rezept quasi. Also nicht das Rezept, sondern einmal die gekochte Variante zum Hinstellen. Das steht jetzt momentan noch bei mir im Haus. Das habe ich insgesamt auch angepasst. Im Stream habe ich noch gesagt, ich würde vielleicht mal versuchen, 1 Million zu sparen. Ich weiß nicht, ob das was gebracht hat hier. Aber ich bin jetzt sowieso gerade bei 800k oder sowas in die Richtung. Und da könnte man eigentlich ganz gut, naja, daran anschließen. So, was haben wir denn alles bekommen? Ja, wir haben... Ich habe gerade irgendwie bei Guido und so... Ich habe irgendwie... Ich muss mich noch an die ganzen Bewohner gewöhnen. Irgendwie... Habe ich gerade gedacht, da hat mir jemand irgendwie Briefe geschickt, die ich gar nicht kenne. Doch, die kenne ich alle, die wohnen alle bei mir. Und jemand ist hier eingezogen auf meine Empfehlung. Das müsste dann Dorothea gewesen sein. Dafür habe ich jetzt wieder 1000 Meilen bekommen. Wir bekommen was zurück vom Mausbert. Fienchen feiert offenbar auch den Apfel, den ich geschickt habe. Paulina sowieso, das behalte ich mal. Guido, der wird sowieso rausgeworfen bald. Der schickt mir nichts zurück, der Sack. Dann kann er mich mal. Freddy, jawohl. Behalte ich auch mal. Paul, dreist, schickt nichts zurück. Wäre natürlich jetzt cool gewesen zu wissen, was ich ganz konkret denen geschrieben habe. Aber naja, gut. Alles klar. Dann haben wir jetzt also 6 Geschenke. Hoffentlich ist da eine Frucht bei, die wir noch nicht haben. Aber gut, da muss auch erstmal überhaupt eine Frucht drin sein. Mal gucken. Wahrscheinlich sind hier nur Kleidungsstücke drin. Die schenken irgendwie immer sehr gerne Kleidungsstücke zurück.
Ja. Klasse. Aber hey, wir gucken mal durch, was das alles so ist. Ach, die ist cool. Die gefällt mir. Die werde ich auf jeden Fall behalten. Auch die Farbe. Das Baseball-Trikot, ja, nee, lass mal. Das könnte ich mir auch durchaus noch vorstellen. Und das Tropenhemdchen. Das ist quasi sowas, was ich gerade hatte, nur halt in einer anderen Farbe. Die Farbe habe ich aber auch schon. Ich wollte aber eigentlich das tragen. Ja, alles klar. Dann werde ich die Weste behalten und ich werde die Streber-Schuljacke behalten. Das hier werde ich verkaufen. Das andere haben wir sowieso schon doppelt. Und dann habe ich noch die Achteckbrille. Ach, das ist diese. Nee, ach, die ist das. Ja gut, das andere ist eine Dreiecksbrille. Das stimmt. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob das mein Stil ist. Ich behalte es, glaube ich, erstmal. Und die Super. Ja gut, die ist klar. Die will ich aber nicht. Was will ich denn sonst noch behalten? Eigentlich den Rest will ich größtenteils verkaufen. Aber ich will ja sowieso nochmal mein Haus zeigen. Deswegen gehen wir kurz mal rein. Und dann gehen wir aber auch direkt zum Service Center. Um zu schauen. Um die Lage zu sondieren hier. Das ist jetzt momentan mein Haus. Deutlich cleaner. Und hier packen wir dann jetzt erstmal New Horizons rein. So. Das spiele ich auch direkt mal ab. Und ich mag den Look. Der ist jetzt, der ist doch recht clean, finde ich. So, und hier sind eben auch diese Cupcakes, ne? Das Überwachungszimmer habe ich jetzt nicht weiter angepasst und ja, werde ich aber wahrscheinlich nicht so lang so in der Form halten. Mal gucken. Dann lasst mal schauen. Die Fossilien werde ich wieder vors Museum werfen. Wenn ich irgendwann mal reingehe, nehme ich hier mit. Die Perle wieder von Johannes. Und nicht aus Hamburg. Ja, Tauchanzug lasse ich in der Tasche. Und die Sachen wollte ich eigentlich noch behalten. Gut. Dann müsste ich einmal noch kurz an der Verkaufskiste vorbei. Sollen wir auch reingehen? Ja. Gucken wir mal, was sie so im Angebot haben. Dann haben wir auch beide Läden abgeklappert. Hier sind jetzt noch Sachen drin, die ich bestellt habe, die jetzt aber nicht wichtig sind. Und dann habe ich natürlich sehr viel Lust, die Sachen für das Terraforming zumindest hier schon mal mitzunehmen und mir dann so ein paar Sachen zu überlegen, was ich denn machen möchte. Denn so einen konkreten Plan habe ich eigentlich noch nicht. Und diese Spielzeugkiste hätte ich schon ganz gerne. Die ist ziemlich süß. Und ich glaube, dass die Sachen da im Hintergrund hätte ich auch ganz gerne. So, Seepferdchen, das ganze Zeugs. So. Perfekt. Dann nehmen wir eigentlich alles bis auf das Metronom. Da hinten an die Kiste, da an den Schrank muss ich eigentlich auch nicht. Wann expandieren die beiden hier eigentlich? Das dauert doch, glaube ich, auch gar nicht so lange insgesamt, oder? Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt dringend nötig habe, aber wenn man jetzt KK auf der Insel hat, ist das nächste Ziel ja eigentlich dann die 5 Sterne zu erreichen. Und ansonsten hat man so infrastrukturtechnisch ja eigentlich wirklich nur noch, ja, die zweite Ladenstufe. Dann ist es das basically schon, was man so als Infrastruktur hier machen kann. Dann hat man jetzt natürlich durch das 2.0 Update noch das Café und HW und also die ganzen Sachen bei HW, die Insel, da quasi ausbauen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das jetzt ins eigentliche Spiel eigentlich integriert ist, weil 2.0 Update Sachen haben wir zwischendurch reingestreut bekommen, aber so Sachen wie Captain oder wie die Sachen bei HW. Es kann auch sein, dass ich schon längst hätte zu HW gehen können und da wäre irgendwas passiert, glaube ich aber nicht. Und ich glaube, dass das jetzt erst so freigeschaltet wird, nachdem man ja quasi die Story durchgespielt hat, wenn man das so sagen möchte. So, gucken wir mal. Nukmeilen einlösen. Was wir da jetzt vielleicht haben oder auch noch nicht haben. Ah, jetzt haben wir diese Lizenzen. Ja, alright. Sehr gut, ich gucke erstmal kurz nach den Zäunen. Der Gitterzaun, den habe ich aber glaube ich schon, oder? Müsste ich gleich nochmal schauen. Gut. Wir brauchen natürlich allen voran erstmal die beiden Sachen. Ich glaube, die Plateau-Lizenz ist mir momentan noch gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist mir auf jeden Fall erstmal die Gewässerlizenz. Allen voran deswegen, damit ich die Flüsse hier und da zumachen kann und einfach mal drüber laufen kann. Und ja, die Plateaus sind halt wirklich reine Gestaltung, bin ich der Meinung. Deswegen überlege ich gerade sogar, ob ich nicht eher
erstmal sogar einen Weg kaufe, aber ich kann tatsächlich beides kaufen. Einen Weg und Plateau. Jetzt muss ich mich dann aber für einen Weg entscheiden. Oder eigenes, ja gut, das kann ich nicht kaufen dann. Ich mag ja den Terrakotta-Weg immer noch sehr gerne. Deswegen überlege ich gerade, ob ich nicht den Terrakotta-Weg kaufe und die Plateau-Lizenz. Ich glaube, das werde ich tun, ja. Und dann habe ich tatsächlich, ich kann es kaum glauben, obwohl ich irgendwie mal 30.000 Meilen schon hatte. Ja, dreistelligen Bereich bin ich dann mit meinen Meilen. Es ist doch krass, wie viel es hier kostet. Ich meine, ich habe auch viel wirklich für Meilentickets jetzt ausgegeben. Also bestimmt so 20.000. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, ja. Aber für den Stand, wo ich bin, ist es schon viel. Und vor allem für das Ergebnis. Weil manchmal waren die halt echt richtig, richtig Müll, die Inseln. Und ich habe auch noch keine richtig Special-Insel bekommen. Also ich war halt drei, vier Mal auf so einer Pfirsichinsel, also wo meine Partnerfrucht quasi wächst. Aber halt nicht die heimische. Aber ich habe wirklich kein einziges Mal irgendwie eine Bambusinsel erreicht. Irgendwie. Ja gut, die Geldsteininsel, die habe ich erwischt. Ja. Das gebe ich dem Spiel, aber nicht viel mehr. So, dann sprechen wir mal mit Tom Nook. Ist das überhaupt noch sinnvoll? Ich weiß es nicht. Mit Melinda müssen wir natürlich nochmal reden wegen den Umfragen. So, was soll ich tun? Ja, die ewige Frage. Ich kann dir nichts mehr lehren. Ich kann dich nichts mehr lehren. Ja, gut, dann halt nicht. Den Campingplatz will ich auch nochmal irgendwann ein Feld verschieben. Oh, Niklas, schön dich zu sehen. Wie kann ich dir heute helfen? Ja, wie wohl? Ach, das Insel-Image. Ja, also pass mal auf. Wir haben jetzt eine 3-Sterne-Bewertung. Schaut blendend für uns aus. Ja, wir sind schon richtig prominent. Aber, naja, da wäre noch was, was ich dir vorlesen möchte. Wenn man wie wir hier jeden kommen und gehen sieht, dann sind gewaltige Fortschritte sichtbar. Was? Wenn man wie wir hier jeden kommen und gehen sieht, sind gewaltige Fortschritte sichtbar. Meint er jetzt von wegen, naja, es kommen halt mehr Leute. Ich glaube, so ist das gemeint. Aber der Satz ist irgendwie mega komisch konstruiert. Weiter so. Möge sich diese Insel zu einem immer neuen Höhen aufschwingen. Ich kann nicht richtig lesen. Also der Bodo oder der Udo oder wer auch immer das macht, wahrscheinlich ist es der Bodo. Der sollte vielleicht nochmal irgendwie überdenken. Oder ich sollte besser lesen. Ich weiß es nicht. Seit der letzten Fragerunde finden die Leute, dass sich das Bild auf dieser Insel klar verbessert hat. Aber du weißt ja, Luft nach oben ist immer, sage ich mal, ne? Also, wir sollten ein paar mehr Dekos aufbauen. Also selbstgemachte Sachen von dir überall als Deko einsetzen, das wäre richtig cool. Und fertig. Alles klar. Versuche ich. Allerdings, ja. Die Grundlage ist eigentlich erstmal das Terraforming. Und das haben wir jetzt. Und dann können wir jetzt anfangen, drumherum zu bauen. Ich habe halt auch überlegt, ob ich vielleicht sogar hier links und rechts so einen kleinen Flusslauf mache. Ich meine, ich kann das einfach mal prototypisch anfangen. Allerdings ist dann auch das Beet hier so in der Form nicht mehr möglich. Naja, aber das, was halt jetzt einfach so schön ist, was mich nämlich immer gestört hat hier momentan und weil ich eben noch alles umbauen möchte, hat sich das finanziell für mich einfach jetzt nicht gelohnt, hier jetzt irgendwie krass viele Brücken zu bauen. Ich kann jetzt einfach hier sagen zum Beispiel, möchte ich nicht mehr. Ja, damit kann ich umdesignen. Ich weiß tatsächlich nicht mehr ganz, wie es geht. Ich bräuchte eine kleine Anleitung. Ich muss auf jeden Fall immer einen Helm tragen, das weiß ich. Ja, bitte. Den Aufräumservice hat man auch, glaube ich, nur einmal wirklich benutzt. Außer man will jetzt eine ganze Insel platt machen, aber das wollte ich ja nie. So, lass mal gucken. Hier, genau. Gewässerlizenz, so. Einfach nur, um das hier machen zu können, ja? Ist das schon Gold wert? Das sind die besten angelegten 6000 Meilen, die es gibt. So. Ich mache das natürlich jetzt noch schöner und alles, klar. Wobei, warte mal, könnte ich nicht auch eigentlich nur ein Stepping Stone so da machen? Das müsste doch auch schon klappen, ja, tatsächlich. Dann mache ich das erstmal, damit der Fluss an sich schon noch da bleibt, aber wir halt einfach nur diese, ja, Stepping Stones halt haben. Das ist doch schön. Und was mich halt auch stört, ist,
die Fische, die wir... Ah. Ja, jetzt habe ich was zerstört. Die Fische, die wir oben beim Plateau fangen müssen, die sind irgendwie... Naja. Wo war der Fluss denn? Ich glaube nicht ganz so, aber es passt schon noch. Die haben, glaube ich, gefühlt zu wenig Fluss. Ist einfach so. Die haben ein bisschen zu wenig Fluss. Und dadurch... Also das Fluss, wo sie spawnen können. Und deswegen ist das... Ja, sehr semi-optimal, um hier wirklich... Fische zu fangen, die nur hier in dem Bereich dann auftauchen können. Das sind der Masulachs im Juni und der... Das wollte ich, glaube ich, eher nicht. Der Saibling. Und die habe ich halt... Ja, den Masulachs habe ich mittlerweile sogar zweimal gefangen. Den Saibling noch nicht. Aber die haben halt nur links das Stück, was wir gerade gesehen haben, oder das hier. Und das ist, ehrlich gesagt, ein bisschen zu wenig dafür. Vielleicht ist das jetzt direkt so einer, den ich suche. Ich glaube, der Saibling ist ein bisschen größer, ne? Wenn, dann ist es wahrscheinlich eher ein Masulachs, aber... Ich muss ihn jetzt auch erstmal wieder mit dem Delay fangen. Aber dass man jetzt einfach mit dem Terraforming... Okay, jetzt habe ich einfach auf Risiko gemacht. Dass man einfach mit dem Terraforming hier sagen... Was mache ich da? Komm, wir machen das direkt. Sagen kann, man kann hier über den Fluss drüber. Das ist so gut. Das ist wirklich so gut. Dass man da jetzt kein Geld für eine Brücke verschwenden muss. Und eben, dass man den Fluss jetzt so breit und so lang, wie man möchte, machen kann. Das ist super. Wirklich. So, ich guck mal, wie man das am besten macht. Das sieht jetzt alles kacke aus, klar, aber das ist mir egal. Temporär machen wir das, glaube ich, jetzt einfach mal so. So. Wenn ich den jetzt hier wegmache, ist das nicht mehr richtig, ne? Funktioniert das nicht mehr mit dem drüber springen, oder? Ne. Na gut. Ja, dann mach die Ecke da wieder hin. Sieht halt kacke aus, aber geht ums Prinzip. Und wir haben noch gerade so Juni. Das heißt, das kann ich wirklich jetzt auch dann nutzen, um hier entsprechend ein bisschen einen Saibling zu provozieren, in gewisser Weise. Und das würde ich jetzt, wie gesagt, ganz gerne eigentlich mal hier so versuchen. Hier einfach mal so einen Fluss zu erstellen. Also es ist kein Fluss, sondern es ist halt eher so ein kleines Becken. Sag mal, Paul, willst du mich jetzt eigentlich... Du bist nicht Paul, du bist Freddy, sorry. Könnt ihr mich jetzt eigentlich richtig natzen? Steh auf, du Sack. Ich habe hier gerade mit meinem Galabau angefangen und ich fände es super, wenn du dich einfach nicht in den Weg setzen würdest. Ach so. Ja, stimmt. So nah an einem Fluss, an einem Baum kann man ja gar nicht, ja. Ja, ja, jetzt geht's wieder los mit New Horizons, ne? Da ist jetzt dann schon die erste Einschränkung. Klasse. Besonders spaßig wird es natürlich immer mit Inclines, beziehungsweise die gerade zu platzieren. Oder natürlich auch so generell mit den Abhängen, wie man das dann... Oder nicht mit den Abhängen, mit den höheren Ebenen. Wie man das dann hinkriegt, einen schönen Abgang zu machen, der aber platzsparend ist und sowas. Was ich gerne machen würde, das... wäre so eine Wendeltreppe, nenne ich es mal. Das habe ich neulich mal gesehen. Das fand ich, das hätte ich ganz gerne selber mal. Ich fände es auch ganz spannend, so eine große Landbrücke zu machen. Also die das Spiel ein bisschen gespielt haben, wissen, was ich damit meine. Halt quasi links und rechts so ein See und in der Mitte einfach nur so ein Strich, der Terra geformt ist, auf einer höheren Ebene. Und da dann quasi so ein Design drauflegen, dass es aussieht, als wäre es eine Brücke. Und halt links und rechts ein paar Items, so als Geländer oder irgendwie sowas, ne? Das fände ich eigentlich ganz cool. Aber da weiß ich halt noch nicht so ganz, ob ich das wirklich irgendwo integrieren kann und dann noch möchte. Aber diese Wendeltreppe will ich auf jeden Fall irgendwo machen. Das kostet dann natürlich direkt zwei Abgänge. Aber das wäre es mir wert. Weil ich habe jetzt noch keine anderen großartigen Sachen, wo ich mir denke, so, das würde ich gerne machen. Deswegen, ja, würde ich gerne mal versuchen, tatsächlich. So,
Ich möchte mal gerade den Baum hier wegmachen. Ich muss ihn auch eigentlich nur ein Feld verschieben, wenn ich den nicht komplett weghaben möchte hier. Momentan erstmal schon. Und dann würde ich das einfach mal bis genau hier zu dem Baum durchziehen. Dann hätten wir hier so einen kleinen Teich, was ich so von der reinen Gestaltung hier erstmal ganz nett fände. Also das wird auch mein Eingang. Ich werde da jetzt nicht irgendwie so einen fetten Brunnen hier vorne nach vorne packen oder sowas, sondern ich möchte hier wirklich einfach nur so einen schönen Eingang haben. Am besten symmetrisch, das heißt, ich werde wahrscheinlich dieses Beet wirklich verschieben. Aber auch das Museum wird definitiv nicht hier bleiben. Ich weiß noch überhaupt nicht, wo ich das hinpacken werde, aber es wird sicherlich woanders sein. Ich mag auch so Kaskaden eigentlich ganz gerne. So könnte ich mir auch durchaus nochmal vorstellen, dass man das so macht. Ringsrum so eine Kaskade, also Wasserfälle. Und in der Mitte dann irgendwie das Museum, so auf so einer kleinen Insel, sag ich mal. Das ist auch so eine ganz spontane Vision, die ich gerade nochmal habe. Also es ist jetzt nicht eine Vision im Sinne von, das habe ich mir ausgedacht. Das habe ich sicherlich auch schon einige Male gesehen. Und das sieht immer ganz pompös aus. Die Sache ist aber auch, ich hätte gerne schon eine Insel, über die ich gut laufen kann. Weil in Mondonia ist es mittlerweile doch schon so, dass das, dass die Konsole an ihre Grenzen kommt. Und das ist dann auch nicht so geil. Also es sollte schon noch handelbar sein und deswegen nicht allzu pompös. Und jetzt ringsum Wasserfälle. Ja, weiß ich nicht, ob das so gut läuft. Naja, gut. Ich öffne halt mal kurz jetzt das Plateau, die Plateau-Lizenz. Einfach mal, um es kurz gemacht zu haben. Was man natürlich auch machen könnte, wäre hier einmal das Ganze einzäunen mit Aufgängen. Aber, I don't know, weiß ich nicht. Hier könnte man das aber vielleicht auch theoretisch machen. So um diesen Zaun drumherum, weil ich das mit den Bäumen hier eigentlich auch sehr schön finde. Aber ob das hier so bleibt, keine Ahnung. Das war jetzt einfach nur eine spontane Idee, damit es bei KK auch ganz schön aussieht, wenn er da ist und sowas. Und weiß ich nicht, ich hatte gerade Lust darauf und ich wollte Springbrunnen mal machen. Also mit den höheren Ebenen weiß ich noch gar nicht, was ich da so wirklich machen möchte. Mit den Flüssen schon eher. Aber mein erstes Ziel wird wahrscheinlich halt wirklich sein, wie gesagt, wenn man sich jetzt mal die Karte anguckt, die jetzt natürlich verschoben ist, die ist jetzt hier. Ja, da oben ein bisschen mehr Fluss zu machen. Also ich glaube, ich verbinde die beiden Flüsse einfach mal miteinander. Sodass wir da wirklich einen richtigen Flusslauf haben und ich da entsprechend ein bisschen den Saibling farmen kann. Das werde ich wahrscheinlich einfach mal tun. In der Hoffnung, dass das dann funktioniert. Und alles Weitere schaue ich dann. Ich habe nicht den Anspruch, dass das jetzt so bleibt, wie es ist, so vom Layout her oder sonst was. Ich werde hier so rumbauen, wie ich gerade Lust habe. Und dann gucken wir mal, was daraus wird. So, ich habe jetzt beide krassen Fähigkeiten hier genutzt. Und jetzt müssen wir, glaube ich, noch Wege legen, damit das vollständig wäre. Ich frage mich nur gerade, ob ich hier den Terrakotta-Weg möchte oder ob ich das hier sogar beibehalte. Aber eigentlich will ich schon den Terrakotta-Weg. Aber das sieht auch schon ganz nett aus, finde ich. Und ich habe schon wieder halbe Voice Cracks. Ich räume mal das hier weg. Das ist ja auch gar nicht so einfach, immer dieses ganz bestimmte Unkraut hier. Also diese ganz bestimmte Unkrautart zu bekommen. Aber doch, Terrakotta-Weg muss eigentlich schon sein. Also auch so vom... Es muss auch der Weg sein für mich. So ein Steinweg hier fände ich jetzt nicht so schön. Aber hier jetzt so... Man kann ja mal vorher-nachher machen. Das ist auch das Letzte, was ich jetzt hier machen werde. Wenn ich das dann doch wieder andersrum haben möchte, dann ist das wieder eine Menge Arbeit. Ah, ich glaube, ich lasse das schon so. Man könnte auch, auf gewisse Oberflächen könnte man ja auch wiederum nochmal Unkraut legen. Also wenn man hier zum Beispiel einfach nur so einen Trampelpfad macht. Aber ich glaube, ich würde schon so einen hier nehmen. Das hier war jetzt halt wirklich nur temporär angedacht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ich wirklich auch schon bei den Tulpen hier bleibe. Hallo Paul. Hey, du siehst putzmunter aus. Ja, also eigentlich will ich ja eigentlich nur hier weiterarbeiten, aber du stehst im Weg. Nur du merkst es mal wieder gar nicht. Ihr seht vielleicht... Nein, hau ab! Dass ich immer noch auch hier so ein bisschen, auch wenn das jetzt hier gerade nicht auf Designs ausgelegt ist, aber dass ich hier so ein Sechserfeld freiräume, um dann Designs drauf zu klatschen. Weil man ja normalerweise immer alle 8 Felder um einen herum, der kommt schon wieder auf mich zu, der Freak, füllt.
ohne sich bewegen zu müssen. Aber das funktioniert ja hier ein bisschen anders. Da könnte ich eigentlich auch aufheben, platzieren. Das ist überhaupt kein Problem. Das sieht doch sehr schön aus. Das gefällt mir sehr gut. Also, es war auf jeden Fall die komplett richtige Insel, die ich gewählt habe. Weil das mit dem Service Center jetzt einfach perfekt aligned ist. Das gefällt mir wundervoll. Gut. Das gefällt mir wundervoll, klingt einfach... Es ist einfach falsch. So, aber dann kommen wir hier schön rein. Die Fackeln werde ich auch da lassen. Und dann ist es schon mal ein sehr, sehr schöner Entry. Zur Insel. Und vielleicht behalte ich diese Teiche hier bei. Dann werde ich noch eine auf die andere Seite packen. Lasst euch überraschen, wie die Insel beim nächsten Mal aussieht. Wahrscheinlich schon ein ganzes Stück anders. Aber natürlich jetzt nicht komplett verfremdet. Weil so viel später werde ich wahrscheinlich jetzt den nächsten Part nicht aufnehmen. Und die nächsten Meilen werden dann definitiv in die einzelnen Beläge reinfließen und alles, was mir so an Stadtgestaltung in die Finger kommt, was ich gerne hätte. Und jetzt kann es halt richtig losgehen. Also das Tutorial ist jetzt abgeschlossen, ne? Jetzt können wir wirklich wieder richtig loslegen, die Insel zu gestalten. Und darauf freue ich mich. Das ist der Teil, weshalb ich mir jetzt auch wirklich den zweiten Spielstand hier gönne. Ja, und dann gucken wir mal, was draus wird. Bis zum nächsten Mal. Ciao.